Ja, hallo zusammen, hier ist der Flugskommissar 70, ich bin am weiter Gastreplay. Und nach längerer Zeit ist er wieder dabei, Mighty Duck 17 aus der klaren Bande, hier mit dem 7er TD der deutschen Fraktion, den Jagdpanther. Jawohl, schön, na, auf sicherer Hafen im westlichen Teil der Map gestartet, 9er, 8er, 7er Battle. Wir haben 3 9er, 6 8er, 6 7er. Und wir haben 4 Heavys, 4 mittlere Panzer, 4 TDs und eine Light 0 mal die Arti. Ja, auf seinem Rohr habe ich 6 Ringe erkannt, das heißt 2 Gunmax hat er schon mal drauf. Tja, so viel schon mal dazu. Und dann haben wir hier 24 mal AP dabei, ne, mit 320 Damage, 200 Durchschlag. Dann 11 mal die APCR Premium Munition dabei mit 244 Durchschlag, 5 mal HE, 420 Damage, 660 Durchschlag, nicht 6. Ja, schaut mal, fährt hier hoch auf den Hügel. Mühsam, so mit 20 km/h, aber wenn er eben dann in Position ist, kann er wunderbar wirken da auf dem Plateau. Borast, erster Schuss, erster Treffer, erster Kill, so geht das. Jawohl, Borast, mach's gut. Schon mal ein Achter weggepumpt. Und weiter hinauf auf die nächste Position. Ja, kleines Red Kit, kleines Med Kit, Schokolade als Ration für die deutsche Crew dabei und das Tarnnetz. Mehr Equipment konnte ich nicht erkennen. Er wird wahrscheinlich Ansätze haben oder Richtantrieb und sowas. Oder Drehmechanismus kann auch sein. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, Richtantrieb wird er eher haben und Ansätze. Vielleicht noch eine Lüftung. Ah ne, jetzt ist das Tarnnetz dabei. Ist ja Blödsinn. Also, dritte Position wird das Tarnnetz sein. Also, ich tippe mal ganz groß auf Ansetzer und Richtantrieb. Würde Sinn machen. Ja, übrigens befindet er sich hier im Zug mit den Fabo-X213 aus dem Clan HMN mit dem IKV 90 Typ B. Und den Rasterknaster aus denselben Clan wie eben H-M-N mit dem E25. Nein, Blödsinn. Ja doch. Was erzähle ich da? Na klar, sind dann Dreierverband. Hab ich gerade hier täuschen lassen durch die 2 und 1. Boah, das war aber. Ja, T71A einfach mal so während der Fahrt aus dem Spiel gekloppt. Zweiter Kill. Jetzt Progetto M35 Mod 46. Noch einmal ein Progetto. Ist ein Dreierplatoon. Ja, Protektoren. Kleiner Witz. Progetto. Aha. Die Gegner sollen nach vorne kommen. Ja, mal blinken in den Busch. Aber der Progetto 46 war weiter vorgefahren. Jetzt aber getroffen. Er kann sich gar nicht entscheiden. Bei so viel Progetto. Nochmal ein hinterher. Der ging in Dreck. Da ist, war keiner mehr. Und nochmal eins zum Abschied. Jawohl. Immer rennen in die Bude. Und da geht er auch raus. Der erste von Dreierverband da. Der Gegner. ISO 122S da hinten noch. Die kriegt auch schon das erste. Ah, Rasterknaster hat uns schon verlassen. Er ist schon raus. 7 zu 4 steht es. 1285 Damage. Er wartet auf seine Chance hier. Und wir gucken mal, wie es aussieht. Mit der Mission, das ist Block 7, der Blitzableiter in Richtung Excalibur. So, runter vom Berg. Und rüber zu den Gegnern, oder wie sieht das aus? Kommt jetzt hier der Push? Oder doch nochmal in die Mitte wirken? Nein, T103 ist... Da kommt er nicht. Oh, das kann sein, dass der da jetzt... Nein, doch nicht.
Ja, der ist in den Katakomben da unten drin. Und da dachte er, vielleicht fährt er quer vor. Und da fährt er vor und kann er wunderbar einen in die Seite setzen. T-103. Ja, Klotzki, sage ich da über zu, ne? Zu diesem Jagdpanzer 8. Stufe, auch russisch. Ja, sage ich immer Klotzki. Riesiger TD. Schwerfällig. Glaube mit KV-3-Wanne ist der Klotzki, ja, T-103. So, nächster Treffer auf dem Progetto 46. AMX AC-46. Ja. 8. TD der Franzosen. Jetzt kriegt er vom Conqueror hier von dem Plateau eine. Erster schwerer Treffer in seinen Jagdpanzer. 413 abgeknabbert. Genau die Hälfte fast von seinen Hitpoints sind schon mal weg. Nochmal so ein Besuch von so einer Conqueror-Granate möchte er nicht haben. 13 zu 9. 2000 Damage fast. Weiter vorfahren. Und der ist der Conqueror. Schön seitwärts. Jawohl. Schenkt ihn erstmal nochmal 340 in die Seite. Ja, da können die Briten erstmal rausgucken, wie das Wetter ist. Ja, hier regnet es nicht. Es gibt schon mal frische Luft in dem Panzer. Jawohl, weiter vor jetzt. Runter hier vom Hügel. Objekt 704 ist natürlich ein harter Tobak. Ist nicht so einfach. Conqueror kann er auch nur seitwärts und im Heck. Vom Frontal kann der Conqueror gar nichts. Und mit dem Objekt 704 sieht es noch viel schlimmer aus. 9er TD. Ein bisschen looky-looky machen. Da hinten ist das Objekt 704. Man muss er weiträumig umfahren. Oh, da kommt die Seite, da kann er penetrieren, wunderbar. So zwischen den Kettenrädern getroffen. Zwischen ersten und zweiten Kettendraht. Die 9er TD getroffen. Sehr schön, 2,6 Damage. Reloadzeit hier 6,39, ne? Der Richtbereich der Kanone ist nicht weit. Ich habe jetzt auch nicht in den Stats geguckt. Ich schätze mal so 30 Grad je Seite, wenn nicht sogar weniger. Früher habe ich ja einen Mod gehabt, da hat das, wurde das angezeigt. Oh, nochmal schön die Seite vom Objekt 704. Ja, da Fabo, damit sein IKV, hat auch einen Kill. Und hier ist der Conqueror nochmal seitwärts gewesen. Schade, bisschen spät. So, nochmal verlegen. Besser gleich Schusskanal finden auf den Conqueror. Hier oben. Fast an der Straße vielleicht. Ah, Conqueror fährt gerade weg. 13, 13. Steht es.
So, somit ist der zweite aus dem Dreierverband hier raus. Zurück bleibt die Tortoise. Ja, zwei Kills. Und er. So, den Conqueror jetzt vielleicht nochmal seitwärts. Ach, da bounce da an der Kette. Geht auf, Conqueror schießt zurück. Kriegt er jetzt eine Chance? Ah, das Objekt 704 hat mittlerweile 4 HP nur noch. Spannend. Wenn die beiden zusammenhalten, dann sieht es aber schlecht aus für ihn. Objekt 704 und der Conqueror. Er weiß auch nicht so ganz zurecht, wo soll er hin mit seinem Jagdpanther. Ja. Wenig Hitpoints, wenig Panzerung, langsam. Da sieht man schön die 6 Ringe und da kommt der Conqueror an. Oh, er penetriert ihn. Und er kann in das erste Kettenrad zurückschießen. 133 HP bleibt stehen. Und bei ihm 2 HP noch. Und da nimmt er die Kapole aufs Korn von Conqueror. Conqueror verschießt, er verschießt. Und er geht das Risiko ein, er schnappt durchgeladen und kann den Conqueror rausnehmen. Ja, ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Puh, schwitzt. Und da kommt das Objekt 704 an. Und er war schussbereit und nimmt es raus. Jawohl, das sind 2 Neuner und somit eine Halunk-Medaille. Wunderbar, wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats hier. Wunderbar, Überschrift, ja, ist Tanker für den Jagdpanther. Und da haben wir das Panzerass, dann haben wir hier Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer. 115.741 Credits, XP kommen wir später. Und da ist sie, ja, aber Halunk-Medaille, ja, die gibt es, wenn man mit einem Jagdpanzer in einem Standardgefecht also mindestens 2 Panzer oder TDs, die 2 Stufen höher sind, rausnimmt. Ja, also 2 gegnerische Panzer rausnimmt, die 2 Stufen höher sind, mindestens. Dann gibt es die, ist nicht, also nicht so oft, die gibt es selten. Ja, also ich habe es jedenfalls selten gesehen. Dann gehen wir an Teamscore. 3464 Damage, 4 Kills, 1236 Basis-XP. Und dann guck mal hier, was die anderen haben. Hier der Fabo ne, mit seinem IKV 734 Damage, 1 Kill, 678 Basis-XP und Rasta-Kanister. E25 hat sich wohl tot gejodelt, so wie es aussieht, mit 380 Damage. Ja, ist manchmal so. Aber egal, wir gehen in den Report hier von Mighty Duck. Und zwar 23 Mal geschossen, 17 Mal getroffen, 13 Mal durchschlagen, 2249 Damage über 300 Meter. Ja, 2,9, also fast 3 Kilometer gefahren, dafür 30.752 Credits, dann Missionsbonus 65.000 dazu, abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit, bleiben 36.894 über. Das Ganze in 12 Minuten. Ja, und am Ende dann noch so ein Showdown mit dem Objekt. Wahnsinn, dass er das gepackt hat. Ja. Dann haben wir hier die Basis-XP von 1236 mal 2 für den ersten Tagessieg. Der Bluetooth-Bonus 278 mal und Siegbonus 3986 XP und 186 freie Erfahrung. Ja, wunderbar hier die Runde gewesen mit dem Mighty Duck 17 mit dem Jagdpanther. Ja, hat mich sehr gut gefreut und ich hoffe, euch gefällt es und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.